Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Bellride. Ich habe gestern schon einen Part aufgenommen, beziehungsweise ja, so einen halben. Ihr seht dann auch gleich warum. Und jetzt haben wir heute einen neuen Tag. Ich habe meine ganzen Leutchens nochmal umgerüstet und ja, mit besseren Waffen ausgestattet. Und dann würde ich sagen, wir starten sofort rein, damit ihr auch wisst, worum es eigentlich geht. Also, let's go. Auf jeden Fall habe ich natürlich noch weiter hier an unserer kleinen Siedlung gearbeitet. Ich habe mein Häuschen ins Tier hingetan. Ich fand, es passt eigentlich ganz gut hierher, auch wenn es natürlich jetzt nur das T1-Häusle ist. Dann habe ich sie natürlich alle arbeiten lassen, habe hier vorne nochmal eine zweite Scheune hingebaut, weil die erste schon voll ist. Wo ich, glaube ich, einen Fehler gemacht habe mit der Platzierung, ist das Bergbaulager. Und zwar habe ich das große gemacht und hier hergestellt, wie ihr sehen könnt, habe aber dafür das, was hier war, abgerissen. Ja, und jetzt rennt er natürlich immer dorthin. Was ist denn das Rote jetzt hier unten? Briganten, Steuereinheit, Treibergruppe. Okay, ja, da kommen wir auch schon zu dem nächsten Punkt. Und zwar wisst ihr ja, dass es hier so Sachen gibt, wie zum Beispiel den Dorfbrunnen, die Dorflaterne, der Schrein und dieses, wo ist es denn jetzt, dieser Kräutergarten, den man ja bei den Dörfern bauen kann, genauso wie den Glockenturm. Und Leute, ich habe dann ungefähr hier an der Stelle tatsächlich auch den Kräutergarten, die Laterne und, was habe ich noch platziert? Den Schrein. Hat auch super funktioniert. Ich bin jetzt, glaube ich, ein Freund von Herrn Dean. Und dann bin ich hergegangen und habe den Glockenturm genommen und etwas weiter hier drinnen angesetzt. Ich glaube, hier in dem Bereich. Und Insta, als ich den gesetzt habe, kam ein Brigant und hat mich gekillt. One-Shot wollte ich schon sagen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das heißt, ich habe jetzt natürlich das Problem, dass ich nicht mehr nach Herndien reinkomme. Und jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wie ich das machen soll. Ich habe zwar schon einen Tipp bekommen von jemandem aus meiner Community. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wie wir das am besten umsetzen. Wir haben jetzt auch einen neuen Tag. Ich gucke jetzt mal, dass ich mir irgendwie Äste mitnehme. Wir brauchen Äste, denn am besten soll das Ganze funktionieren, wenn man so eine Art Trichter baut. So, wie viele brauche ich denn nochmal für einen Zaun? Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt mal so viele mit. Ich hoffe, dass das reichen wird. Und dann reisen wir jetzt mal ganz kurz nach Herndien hin, bauen dieses Gedöns und schauen dann, dass wir unsere Truppen ready machen. Ich habe jetzt natürlich nichts gegessen, aber okay, das brauche ich jetzt eigentlich für das Vorhaben gerade auch nicht wirklich. Ich zeige euch dann gleich auch mal, ich bin Beschützer von Herndien sozusagen. Und ich zeige euch jetzt mal hier, könnt ihr schon sehen, ich wusste jetzt nicht, wo ich es hinstellen soll. Deswegen habe ich halt den Kräutergarten und so einfach hier hingestellt. Und wenn ihr jetzt auf die kleine Minimap schaut, da vorne ist schon der hässliche rote Punkt. Ja, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen weg, weil ich natürlich nicht angegriffen werden möchte. Okay, wenn ich jetzt hergehe und wo ist denn der Zaun? Hier. Und jetzt hier, ach so, ich muss weiter weg vom Dorf. Ah, wie mache ich denn das am besten? Vielleicht auf offenem Feld? Müssen wir mal schauen. Also hier wird es auf jeden Fall gehen, dass wir die dann quasi immer irgendwie weglocken. Also mir wurde gesagt, ich soll einen hier hinbauen, so. Und den anderen dann quasi irgendwie so. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Und ob ich genug Ding dabei habe. Bin ja echt gespannt, ob das irgendwie funktioniert. Wahrscheinlich werde ich hier sterben und meine ganzen Gefährten auch. Weil ich halt auch noch keine gescheiten Waffen habe. Okay, also wir haben hier den Trichter. Das heißt,
Wir machen uns jetzt erstmal wieder auf den Weg nach Hause. Ich rüste alle meine Leutchens irgendwie aus. Und dann düsen wir wieder hierher und schauen, ob wir Herndin befreien können. Ich bin echt gespannt und ich habe ein bisschen Angst. Aber gut, was soll ich machen? Okay, Leute. Also ich hätte jetzt mal gesagt, dass wir soweit erstmal fertig sind. Ich habe jetzt einfach alle mitgenommen. Und ja, dann düsen wir einfach mal los und sehen uns dann gleich wieder vor Ort. Also Leute, ich setze jetzt mal hier das Ding hin, dass sie dort bleiben. Also ich hoffe, sie bleiben dann dort. Und ich gehe jetzt mal und schau, dass ich mir vielleicht irgendeinen snacken kann. Dass wir das vielleicht irgendwie so nach und nach machen. Ich weiß halt nicht, ob das gut funktioniert mit dieser Technik da. Oder halt nicht. Das müssen wir dann eben ausloten. Ja, wo sind es denn jetzt alle? Ist jetzt kein roter Punkt mehr da. Ach doch. Okay, dann folgt mir. Na komm. Er hat mich gesehen, auf jeden Fall. Oh, schaut mal her. Scheiße, der hat mich getroffen. So. Wir laufen ganz schnell weg. Scheiße, das hat mir ein halbes Leben abgezogen, ey. Nein, bitte triff mich nicht. Das wäre jetzt halt eine absolute Katastrophe. Kommt er jetzt noch? Ja, einer kommt. Zwei. Ja, dann nicht wieder umkehren. Scheiße, der eine ist schon wieder umgekehrt. Oder? Naja, die kehren wieder um. Dann müssen wir das irgendwie anders machen. Dann stellen wir sie mal alle hier hin. Und ich verbinde mich mal ganz schnell. Oh nein! Oha! Er greift alle an. Mein Gott, bitte lasst mich in Ruhe. Oh fuck, sie wurde schon verletzt und der andere auch. Ach scheiße, ey. Das schaffen wir doch nie. Hier, schau mal, einer nach dem anderen. Oh mein Gott. Oh, und ich auch. Na super. Okay, Leute, also ich glaube, das wird so nix. Jetzt sind alle liegen sie da hinten rum. Bis auf Helga, wieso ist die hier? Das ist richtig mies. Ja, was machen wir denn jetzt? Wie sollen wir das am besten angehen? Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt an Tag 2 angekommen. Ihr habt ja jetzt gerade gesehen, wie Tag 1 verlaufen ist. Ich habe alle meine Leute hier ausgestattet. Ich habe gegessen, die haben gegessen. Das geht übrigens ganz einfach, indem ihr die Fahne, also quasi Befehl, einfach hier, zeig's euch mal, das rastet dann hier so ein bei dem Nahrungsmittel. Und wenn ihr draufklickt, rennen sie hin und nehmen sich alle was zu essen. Ja, auf jeden Fall sind wir vorbereitet. Ich habe jetzt drei Bogenschützen. Wieso haben sie jetzt nichts zu essen? Ich habe ihnen doch gerade gesagt, dass sie essen sollen. Okay, also, oh, ist wieder super. Esst, Leute. Wieso esst ihr denn nicht? Ist doch genug drin. Verstehe ich nicht. Der hat genug. Der auch. Naja, okay. Was ich eigentlich sagen wollte, soweit ich weiß, habe ich jetzt drei Bogenschützen ausgerüstet. Mit mir sind es vier. Dann der Rest sind eben Nahkämpfer. Die haben halt alle jetzt unterschiedliche Waffen. Das Rondell und ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Und jetzt gucken wir einfach mal. Wir haben ja vorher schon gesehen, wieso sucht er jetzt nach Nahrung? Oh Mann, ich schwöre, manchmal ist es einfach nur wirklich nervig. Wen schießt denn du jetzt eigentlich an? Ach so, den Hasen.
Hey, kannst du aufhören, deine Pfeile zu verbraten? Ach, das ist Schack. Oh Mann, wer folgt mir jetzt nicht mehr? Karl, komm gefälligst her. Du hast außerdem einen Pilz im Inventar. Wo bist du? Wo ist denn der? Das ist schon nervig, wenn sie einem dann immer nicht folgen. Und was macht er jetzt? Ja, da hinten kommt Karl angedampft. Und was machst du? I'm working. Ja, I'm working. Nix da mit I am working, sondern Gefährte. So, und du kommst jetzt auch gefährlich. Oh mein Gott, jetzt die nächste. Oh, also Leute, ich weiß auch nicht. For honor, for glory. Was soll denn das? Ich hab euch gesagt, ihr sollt euch da was nehmen. Okay, die nächste. Sag mal, was ist da los? Machen wir es halt nochmal. Also, das ist doch nicht normal. Let's show them what we're made of. Los, jetzt geh da hin und esst. Ist doch nur, einfach nur nervig. Ich will los. Wir haben es jetzt schon wieder 16:30. Jetzt wird es gleich wieder dunkel. Wenn man den ganzen Tag immer damit verbringt, euch einzukleiden, auszurüsten, dann rennt wieder einer weg, dann wieder nicht. For honor, for glory. Habt ihr jetzt alle was zu essen? No backing down now. Ja, no back and down now. Du folgst gefälligst. Du. Wieso kann sie jetzt schon wieder nicht folgen? Da, die haben doch alle jetzt. Und sie kommt nicht mit. Also Alice. Und du kommst jetzt auch mit. Gut, wenn sie es nicht selber nehmen, dann bewaffne ich mich jetzt mal noch mit Essen. So, Leute, können wir jetzt endlich los. Das gibt's doch nicht. Ach, das ist aber immer auch ein Stress. Und wer ist jetzt hier? Welche ist jetzt, die man auffüllen muss? How's that new weapon Wo ist sie? Hier. Gut, können wir jetzt endlich los? Die Einzige, die nicht mitkommt, ist Adriane, weil die einfach nicht so gute Skills irgendwie hat in allem. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Mein Gott, ich hoffe, das klappt irgendwie. Das erste Mal habt ihr ja gesehen, war so semi. Also, was heißt semi? Es war richtig scheiße. Aber das wird schon. Nur nicht aufgeben. So, ich werde Ihnen jetzt mal sagen, dass Sie hier warten sollen. Und ich gehe mal in der Zeit. Oh, da läuft eine Quest. Kann ich irgendwie die Wachen anschießen? Oh ja, kann ich. Sehr schön. Dann renne ich jetzt hier hin. Stand tall and fight So, like wo hell. sind sie? Ich sehe nichts, wo sind sie? Ach Mist. Na los. Da hinten stehen halt auch welche und das, ich kann das nicht mit dem Bogen. Okay, jetzt ist wenigstens einer schon mal fast tot. Ich kann nicht mit Bogen kämpfen. Scheiße, einer ist schon wieder tot. Na los, stirb. Blöde Brigantenwache da. Alle auf ihn einhauen, los. Dann stirbt auch keiner. Schon wieder so eine Fliege. Na los. Okay, es sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Nein, da ist ja auch wieder einer. Oh fuck, der ist hinter mir her. Nein, das geht nicht. Nein, ich darf nicht sterben. Oh. Okay,
Okay, er ist wieder abgedampft. Wo sind meine Verbände? Auf der 4. Schnell, verbinde dich. Kommt schon. Mach den kaputt. Jawohl. Oh nee, da ist aber noch... Ah nee, der ist ja noch da. Hilfe. Okay, da ist der nächste. Ach, fuck you. Nein. Jetzt vermöbeln sie ihn noch. Ja gut, okay, wir haben aber tatsächlich schon wirklich richtig viele jetzt umgehauen. Okay, ich werde also jetzt da auf jeden Fall wieder hindüsen. Und mal gucken, ob ich irgendwie an die Leichen komme. Und ich weiß ja nicht, respawnen die wieder oder nicht, wenn die Nacht vorbei ist. So, jetzt sieht man natürlich wieder nichts und ich habe keine Fackel mitgenommen. So, wo sind denn jetzt Überreste? Hier sind Überreste. Oh, der hat Kartoffelpüree dabei. Schau mal. Voll cool. Irgendwo müssten noch Überreste sein. Aber wo? Oh, der hat Pfeile. Habe ich jetzt alles genommen? Ich glaube schon. Okay, dann müssen wir mal irgendwie kurz unser Reiseschild suchen. Aber das steht ja irgendwo hier. Wenn ich es finde. Where is it? Here. So, dann einmal ganz schnell nach Hause. Und ich hätte gesagt, wir gehen natürlich gleich mal pennen. So, und alle sind sie wieder da. Das ist sehr schön. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht mit denen kämpfen gehen, denn wenn ich das tue und sie nochmal fallen, dann sind sie komplett weg und das möchte ich nicht. Oh, Kartoffelpüree ist doch geil. Dann ess das mal. Genau. Ja. Ich habe also keine Ahnung, ob das klappt, ob jetzt hier wieder Leute sind, die mich angreifen, ob die jetzt einfach alle mal tot sind oder eben nicht, ob die respawnen quasi. Ja, deswegen würde ich jetzt eigentlich nochmal ganz kurz hinschauen, wieso die Lage da ist. Also eigentlich haben sich meine Leute ja schon gut geschlagen, zumindest länger als davor. Es ist nur die Frage, wie kriege ich es hin, dass sie sich noch besser schlagen. Also Leute, hier ist auf jeden Fall aktuell keiner zu sehen. Da vorne steht noch einer. Was kostet denn das zu bauen? Kupfernägel, Baumstamm, Holz, Holzplanke, Seil. Ich denke, ich probiere jetzt mal kurz aus, ob ich es irgendwie schaffe, dass ich diese Glocke bauen kann. Ich weiß zwar nicht, ob mir die irgendwie weiterhilft oder inwieweit sie mir weiterhilft, aber das probiere ich jetzt einfach. Dann kann ich vielleicht auch meine Leute irgendwie besser unterstützen. Aber zuvor muss ich mich erstmal ablegen, damit ich nicht so viel Kram dabei habe. Holz, 3 Holzplanken, 8 Seil. Okidoki, dann gehen wir los mit der zweiten Fuhre. Brauchen nur noch 5 Baumstämme und 10 Holz. Okay, das kann ich aber auch jetzt hier in der Nähe holen. Und das werde ich jetzt auch mal ganz schnell tun. So, wir brauchen noch einen Baumstamm. Und den haben wir da hinten ja weggemacht. Ach, Leute von heute. Bin ich froh, wenn dieses Ding gebaut ist. Beziehungsweise, ich weiß ja gar nicht, was dann passiert, aber... Ich bin mal richtig gespannt. Wo waren jetzt dieses Bäumchen, was wir da noch umgehauen haben? Hallo? Da haben wir eins weggemacht und da. Hier ist er, ne? Ja, super. Vielleicht ist das Dorf ja sogar befreit, wenn ich den Turm gebaut habe. Ich weiß es nicht. Weil eigentlich habe ich gehört, ist das eine Quest, aber... Ich wollte halt einfach, dass das jetzt erledigt ist.
So. Komm, ich helfe. Damit ganz schnell dieser blöde Glockenturm steht. Den man zum Glück nicht mit dem Hammer bauen muss. Oh mein Gott. Ist das euer Ernst? Ich muss gehen. Tschüss. Sollen die mal alleine bauen? Ich habe, glaube ich, kein Schild dabei. Sonst würde ich vielleicht versuchen, mit ihm zu kämpfen. Aber heute nicht. Komm, verzieh dich wieder. Jetzt geht er. Okay, nice. Dann möchte ich aber trotzdem jetzt hier in der Nähe bleiben, weil ich ja den Fortschritt vom Glockenturm sehen möchte. Gehen wir einfach mal da außen rum. Ja, von hier kann man es auf jeden Fall sehen. Sehr schön. Baut ihr oder wo ist die Wache jetzt hingelaufen? Da oben. Meint ihr, sie sieht mich? Keine Ahnung, ich helfe jetzt trotzdem. Ich bin ein bisschen schneller im Klicken, glaube ich, als die. Er ist fertig. Eine große Überfallgruppe ist auf dem Weg nach Herndien. Das ist belastend. Kann ich damit eigentlich irgendwas machen? Naja, große Überfalltruppe bedeutet, ich mache die Fliege. Guck mal, da steht ja unser Glockentürmchen. Großes Überfallding. Von wo kommen die denn? Sehe ich die? Hm. Und Karl ist unzufrieden, natürlich. Ja, keine Ahnung, Leute. Der Part, oder die zwei zusammengeschobenen Parts sind irgendwie ein bisschen weird. Ich gehe jetzt mal nach Hause. Ich habe ja jetzt den Glockenturm gebaut. Und ihr schreibt mir mal bitte, ob die jetzt quasi wieder respawnen und wann dieser blöde Überfalltrupp kommt. Genau, und in dem Sinn beende ich den Part auch an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht und war irgendwie unterhaltsam. Wir sehen uns im nächsten Part. Schreibt mir alles in die Kommentare, please. Und dann einen schönen Abend und bis demnächst. Bye.